Welt zersetzt einfach. Sie erbeuten Tiere, aber dann natürlich auch die Tiere an sich verwerten, die wo irgendwo liegen. Sprich auch tote Tiere, sammeln Honigtau, Blattläuse zum Beispiel. Und das ist ja egal, ob das am Waldboden ist, sie gehen ja auf Bäume auch hoch. Sie gehen ein bisschen die Wipfel hoch und schauen halt da, ob sie da irgendwas finden können. Naturschutzwächter Wolfgang Hertlin darf sich jetzt Ameisenheger nennen. Er hat eigens eine Ausbildung dafür absolviert. Kleine Bisse nimmt er bei seinem Ehrenamt in Kauf. Ihm ist es wichtig, die Tiere zu schützen. Oft ist schon Hilfe genug, dass man die Tiere ein bisschen absondert, dass man gar nicht so hinkommt, dass man nicht an jedem sagt, da ist ein Ameisenhügel, weil gerade eben Wanderer, manchmal ist dieses Typische, der Stock, der wo ein bisschen da in den Ameisenhügel reingebohrt wird. Nicht so, dass die Ameisen nur im Wald sind, sondern sie sind auch oft an den Straßenbegrenzungen irgendwo mit verteilt. Dann hast du natürlich das Problem gerade beim Mähen, beim Überfahren, sonstiges, dass man ein bisschen absichert. Gemeinsam mit seinem erfahrenen Kollegen Johann Rehm ist er auf Kontrollgang. Bestände erfassen und die Art bestimmen. Eine der Aufgaben. An die Kopfschilder erkennt man das. Also ist ganz leicht. Aber halten Sie mal Ameise still. Stopp, bleib ruhig. Hier im Wald bei Dollenstein ist ein besonders großer Ameisenhügel. Etwa 3 Millionen Insekten leben hier. Sie stehen unter Naturschutz. Über die Hälfte der 87 Ameisenarten in Bayern ist gefährdet. Dabei sind sie gerade für den Wald wichtig. Sie lockern und durchlüften den Boden. Aber nicht nur das. Da, wo die überwiegend sind, da geht lieber der Borkenkäfer nicht hin. Der sucht sich einen ruhigen Fleck. Doch wenn sie Probleme verursachen, dann sind wieder die Ameisenheger gefragt. Sie beraten oder siedeln störende Völker gar um. Beide sind von den Krabblern begeistert. Ameise ist ja ein besonderes Geschöpf. Gell? Für das, dass die Ameise so klein ist, leistet die ja so viel. Gell? Ameise zum Beispiel kann nie alleine überleben. Sie muss immer eine Kollegin füttern, dass sie selber fressen kann. Und vielleicht ist das dieser Zusammenhalt, wo diese Ameisen so ausmacht. Für Wolfgang Hertlin beginnt seine Aufgabe erst. Doch mit dem Herzen ist er schon mittendrin. Im Einsatz für die Ameisen.